Einerseits ist es mein Job an der Hochschule in Furtwangen. Ich unterrichte da physikalische Chemie. Da beschäftige ich mich mit Analytik und mit Umwelttechnik. Das ist das eine. Und zum Zweiten bin ich leidenschaftlicher Schwimmer. Und da habe ich jetzt einfach das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Nämlich den Rhein zu beproben von der Quelle bis zur Mündung. Wasserproben zu ziehen, die auch an Institute weiterzugeben, die danach gefragt haben, weil sie gerne ihre neuen Technologien darauf anwenden möchten. Und ja, ist es auch ein Schwimmprojekt. Wie gesagt, verbinde ich einfach meine Leidenschaft Schwimmen mit den nützlichen Aufgaben, die an der Hochschule an mich gestellt sind. Die Studenten und die Crew an Bord, die nehmen Proben und ich trage einen sogenannten Sampler, der Proben einsammelt, der organische, gelöste Stoffe adsorbiert. Den trage ich am Unterschenkel, ist auf einen Neoprenstrumpf aufgetackert. Wird dann in ein Einmachglas gelegt, mit Rheinwasser gefüllt, der muss immer feucht gehalten werden. Und der wird anschließend am Ende des Projekts wird er extrahiert mit einem Lösungsmittel und dann werden die Schadstoffe, die gesammelt wurden, aufgetrennt und können dann einzeln detektiert werden. Wenn es mal regnet, ist es nicht so schlimm, der Neopren hält mich warm. Die Schifffahrt macht einem auch zu schaffen mit den Wellenschlägen, wenn der Rhein schmal wird und dann ist es wie in der Badewanne, dann schwappt es richtig rechts und links und von vorne und von hinten. Da ist ein gleichmäßiges Schwimmen nicht mehr zu denken. Also 24 Tage, wir haben noch 6 Etappen vor uns, sind jetzt in Düsseldorf gelandet und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir den Rest auch noch schaffen. Auf eine warme Dusche freue ich mich am meisten. Da gehe ich auch direkt, den Neopren ziehe ich erst unter der Dusche aus, weil der wärmt noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen ein warmer Wasserfilm zwischen Haut und Neopren. Ich bin sehr froh hier zu sein, fühle mich wohl und bin auch schon recht entspannt mittlerweile wieder. Ich habe mich jetzt schon mal kurz abgelegt nach einer langen Dusche und bin eingeschlafen dabei, wohl auch wegen der Anstrengung heute, aber ich habe sehr gut gelegen. Meine Frau hat mich gerade geweckt, weil es gibt ja später auch ein leckeres Abendessen, wie man mir gesagt hat. Und ja, ich freue mich, wenn man nicht so lange suchen muss, sondern wenn man irgendwo angekommen ist, wenn die Übernachtungsstätte auch nah am Rhein liegt, dass wir am nächsten Morgen auch dann zeitig starten können. Direkt an der Ausstiegsstelle, da werde ich mich wieder hinbringen lassen. Das war, glaube ich, Kilometer 744,8. Also steige ich genau dort wieder ein. Also ich möchte keinen Meter sparen, möchte aber auch keinen verschenken.